Guten Morgen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, heute ist Freitag, wir haben aktuell 6.30 Uhr. Ja, ich bin ziemlich müde, weil der Kleine ist krank und er hat ganze Nacht nicht geschlafen. Ich und die Mama, wir sind bis in der Früh wach geblieben. Die Mama sogar um 3 Uhr in der Früh noch beim Kinderambulanz im Spital angerufen, um zu fragen, was zu tun ist, weil der Junge hat nicht so gut geatmet. Er war ganze Nacht wirklich wach, die Mama ist mit ihm geblieben, ich auch natürlich, aber in der Zwischenzeit bin ich noch ein bisschen ins Bett gegangen. Jetzt bin ich wach, die Mama schläft noch. Ich habe den Patrick aufgeweckt, der hat heute Schule. Alle anderen Kinder sind auch krank. Ich werde jetzt noch Patrick zu Hause vorbereiten, danach mit den Hunden Gassi gehen und mal schauen danach, wie ich in den Tag starte. Ja. Also ich sage euch ehrlich, ich bin zwar müde, aber wenn man eine Runde mit den Hunden Gassi geht, ist man dann komplett munter. Und im Wald diese Ruhe und dieser Geruch von frischer Luft, das ist ja unglaublich, wirklich. Ich liebe das so sehr. Boah, das ist so entspannend. Meine alte Dame Goldi. Guten Morgen auch von mir, meine Lieben. Ja, Papa hat euch, glaube ich, schon erzählt, dass wir eine harte Nacht hatten. Was soll das? Der Kleine ist leider krank, hat Pseudogrupp. Und es ist ja nicht nur so, dass der Kleine krank ist, sondern also alle sind krank. Mich aber auch so ein leichtes Kratzen im Hals. Und die Lisa ist halt die ganze Woche zu Hause gewesen. Die Lara, die halbe, und die Michelle auch. Fast die ganze. Also es ist wirklich so, es geht was um und es ist einfach furchtbar. Aber ja, es ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist halt so ständig so, ja, husten, niesen, Nase putzen. Also so eine Verkühltheit, ist jetzt keine Grippe oder so. Hat jetzt niemand noch Fieber, zum Glück. Trotzdem ist es halt unangenehm und man kann das Kind halt nicht in den Kindergarten, Schule bringen. Wobei es andere, glaube ich, tun, weil sonst wäre die Lisa jetzt nicht krank. Und vor allem, naja, so. Es ist eine schwierige Zeit. Wollen wir mal nicht davon anfangen. Saft geben, ja. Die Lisa kriegt jetzt von mir jetzt immer so einen Immunsaft. Ich habe das jetzt in der Apotheke gekauft. Das ist so ein, wie heißt das? Zum Immunsystem aufbauen. Nährstoffe. Ja, das ist Vitamin. Das heißt Nahrungsergänzungsmittel. So, Nahrungsergänzungsmittel in Flüssig. Und diese Sachen sind alle drin. Also wirklich gut. Für ein gutes Immunsystem, wirklich super viele Vitamine. Da habe ich so eine richtig große Flasche gekauft, aber bald auch eine gekauft und offensichtlich haben wir uns nicht abgesprochen. Wir waren beide bei der Apotheke und der Papa ist jetzt übrigens Wasser einkaufen, weil schön Leergut hat er nicht mitgenommen. Sehe ich gerade die Flaschen. Er hat, glaube ich, nur das Leergut aus dem Untergeschoss mitgenommen. Ja, wir kaufen immer Wasser ein, weil unser niederösterreichisches Leitungswasser ist leider nicht so gut. Und ich muss jetzt der Lüse ihren Saft anrichten. Die Lüse gibt so 5 ml, das ist so Kinderportion. Sehr gut hast du das gemacht. Die Lüse isst schon einen Krapfen und darf Paw Patrol schauen. Die anderen schlafen noch. Und der Kleine wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger schlafen, weil der hatte halt, wie gesagt, nicht so eine tolle Nacht, der Arme. Der Kleine ist erst gut eingeschlafen, als wir das Schlafzimmer richtig gut durchgekühlt haben.
Weil das ist das Beste bei Pseudogruppe, wenn die Kinder dann nicht so gut atmen können, dass es halt kühl im Zimmer ist. Ich habe jetzt diese Ecke kurz da hinten aufgeräumt, hat mich jetzt voll gestört beim Bloggen, habe ich ständig jetzt gesehen im Hintergrund und habe mir gedacht, was ist das denn? Ist ja, ich meine, ich will ja nicht sagen, Papa ist ja ein fleißiger Mann und so, aber der stellt so gern Sachen ab. Machen das eure auch? Also überall, zum Beispiel gestern ist er von der Werkstatt gekommen, er hat einen Ölwechsel machen lassen. Und dann hat er sein Öl einfach da hergestellt. Das können... Im Wohnraum! Ja, ich will mich eigentlich beschweren, aber es sind so die Kleinigkeiten. Lässt halt immer so gerne so... Wenn er irgendwas in der Hand hat, dann stellt er das irgendwo hin. Und dann... Ja, dann steht das dann da. Wenn ich nichts sage, dann steht das dann länger da. Ja. Ich brauche jetzt unbedingt einen Kaffee. Harte Nacht und so. Ihr habt... Wisst Bescheid und mach mal einen Kaffee, der Papa wird ja auch bald kommen und dann können wir einen Kaffee zusammen trinken. Die anderen Kinder lassen wir jetzt auch noch schlafen, jetzt ist eh schon. Dann morgen Wochenende, also kein Stress. Papa ist da und jetzt hat er gerade hier seine Lieblingslade aufgemacht. Habt ihr auch seine Drecksaulade? Da ist alles drinnen, was... Ja. Alles. Was man halt braucht und nicht braucht. Ja, genau. Sind beide. Wie zum Beispiel ein Fusenrasierer, den habe ich mal gekauft. Ja, das ist nicht nur meine Lade dann. Ja, so, aber das braucht man. Was ist das? Spitzer. Ich habe außer meinem Maul spitze ich nichts. Das gehört der Lara. Ja. Das ist gefährlich. Die Luisa hat meinen Finger in den Spitzer gesteckt, seitdem hat sie richtig Respekt vor Spitzer. Weißt du? Ach so? Ja. Das hat richtig geblutet. Wir haben Papa neue Hausschuhe gekauft. Der Arme rennt nämlich mit Michelles Schuhen rum. Schaut mal. Er hatte welche und er hat sie verloren. Das kommt sicher davon, dass du Sachen immer überall hinstellst. Ja, hier unten und jetzt auch. Möchtest du sie auch? Na dann. Wieder mal schauen. Auf jeden Fall, was würdest du sagen? Papa hat sie verloren. Die eine andere waren. Nein, ich habe von Hofer gekauft, die waren ziemlich schlecht, weil ich habe immer so Schmerzen bekommen, so Fußschmerzen bekommen. Ja. Und die habe ich weggeschmissen, dann habe ich so Badepatschen getragen. Aber die sind wirklich verlost. Die sind irgendwo. Die Hunde haben sie gegessen. Ja. Und jetzt. Ich habe was bestellt. Genau. Gleich zwei Paar. Mach mal auf. Mach spannend. Ja, mach spannend. So. Diese hattest du schon mal, diese Marke. Deswegen habe ich mir gedacht, es wird der wohl passen. Warte, nimm mal beide raus. Du kannst ja beide behalten, weil du wirst sie ja wieder verlieren und du brauchst ein Ersatzpaar. Ich habe so eine Schnur. Ja, schon mit Gutschein. Habe ich Haribos bekommen? Gutschein. Dankeschön. Ich glaube, der Party ist auch drauf, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, nein. Endlich wieder normale Schuhe, oder? Ich werde jetzt kurz zu Laras Schule gehen. Wir werden dann die Hausaufgaben abholen, weil sie krank ist, wie ich schon in der Früh gesagt habe. Der Papa lüftet auf jeden Fall jetzt die Luisa und den Philipp ein bisschen aus. Das ist nämlich sehr, sehr gut, gerade bei Pseudogrupp, dass man ein bisschen Luft schnappt. Ja. Der kleine Mann ist auch da natürlich mit uns. Ja. Gell? Sehr gut angezogen. In seinem Sack. Genau. Oh je. Ja, na gut. So, wir sind fast zu Hause. Wir haben die Hausaufgaben für die Lara von der Schule abgeholt und ich wollte euch kurz zeigen, wie da hinten, wie schön da aussieht. Das ist unglaublich. Ich liebe Herbstwetter bzw. wie die Natur so aussieht. Alles so schön bunt, es macht einfach eine ganz tolle Stimmung. Cool. Die Küche hat sich mittlerweile wieder in ein unordentliches
Schäufchen verwandelt, weil ich jetzt hier am Werkeln bin. Ich weiß nicht, wie vorhin kurz einkaufen, weil ich möchte was zu Mittag kochen, was ich nicht nur mit dem Thermomix zubereite, sondern mit dem Thermomix Friend. Ich habe jetzt den Thermomix Friend, ich weiß nicht, viele Leute werden den wahrscheinlich schon kennen. Das ist der kleine Bruder vom Thermomix und da gibt es auch einen zweiten Mixtopf dabei und ich backe das jetzt gerade ja mit meiner Instagram-Community sozusagen aus. Und werde dann gleich was kochen. Ich werde euch vielleicht ein bisschen dahin stellen und vielleicht könnt ihr mitgucken, wenn ihr möchtet. Der Papa ist jetzt auch richtig busy. Der macht jetzt nämlich den Vorraum sauber. Die Luisa ist am Tisch und spielt mit Papas Geldbörse. Papa? Ja. Wo ist mein Mann? Ist der Kleine wach? Ja. Oh. Papa? Warum ist das Licht so blau? Aha, besser. Nein, nicht das. Oh, Baby Mausch ist wach. Die Lara macht ihre Hausaufgaben, die der Papa geholt hat. Was meinst du? Ein Buch und ein Blatt. Ein Buch und ein Blatt. Okay, dann machst du mal. Und ich gehe aber währenddessen kochen. Nutze die Zeit, wo der Kleine noch brav ist. Schon fertig, fast vergessen zu filmen. Schaut euch das an. So schaut unser, wie heißt das? Ich glaube, Hackfleisch, Bällchen. Nein, das kriege ich kein Böller. Fleisch. Ja. Hackfleisch. Hackfleisch. Auf jeden Fall, faschiertes Hackfleisch mit einem Kartoffel-Kürbis-Gratin und sehr, sehr lecker. Und im Backofen habe ich noch ein Streuselkuchen. Ja, mein Streusel. Und was wir euch noch gar nicht erzählt haben, wir haben uns einen Geschirrspüler gekauft. Der ist richtig fancy, Menzi. Den haben wir letzten Samstag gekauft, oder? Ah ja. Und wir haben uns einen richtig coolen geholt. Schaut mal, ist übrigens das letzte Stück, was eben war, weil es ja richtig Mangelware. Wir haben uns so einen geholt, der so einen Special-Effekt hat, wo man da dieses Fach hochfahren kann, damit man sich nicht so bücken muss. Schon cool, oder? Jetzt streiten wir uns drum, wer den Geschirrspüler einräumt. Oder? Vorher war besser ohne, gell? Nein, Spaß, wir streiten nicht drum. Jeder, wer freiwillig möchte. Na gut, wir werden jetzt auf jeden Fall mal essen und melden später.